Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Ali Oibe und ich begrüße euch zu Star Wars Battlefront 2. Ja, ich habe ja schon mit dem Vegas hier die Story komplett aufgenommen. Und jetzt will ich mal so ein bisschen ein paar andere Sachen hier noch spielen. Zum Beispiel Arcade, weil Multiplayer könnte ich theoretisch schon spielen, aber ich muss ja auch noch ein bisschen reinkommen und alles noch hier lernen und so. Deswegen machen wir mal ein paar Arcade-Missionen, bevor wir uns an den Multiplayer ranwagen, den ich auch natürlich ein bisschen hochladen werde. Und ja, mal schauen. Tutorial, das habe ich schon mal gemacht. Weil, weiß ich, so nach der Kampagne hier Tutorial zu spielen und aufzunehmen, wäre, glaube ich, ein bisschen komisch. Deswegen habe ich das einfach mal offscreen gemacht. Da war jetzt nichts Besonderes. Einfach nur so 75 Gegner erledigen und fertig. Und ja, weiß nicht, machen wir die jetzt hier. Warte mal, was stand hier? Szenarien sind besondere Begegnungen aus allen Star Wars Epochen. Schließe sie alle ab, um ein respekteinflößender Kämpfer zu werden und einzigartige Belohnung zu erhalten. Einzigartige Belohnung, das liebe ich. Helle Seite. Trotze der Macht des Bösen und stürze dich im Namen der Republik, der Rebellenallianz oder des Widerstands in die Schlacht. Oder die dunkle Seite. Zeige keine Gnade und stell deine Loyalität gegenüber den Separatisten, den Galaktischen Imperium oder der Ersten Ordnung unter Beweis. Okay, haben wir eine gute Auswahl. Machen wir natürlich. Oh, das ist alles sogar nummeriert. Also ist das. Ja, perfekt. Ich dachte, das sind jetzt wieder so Missionen wie im Dings. Im ersten Teil, wo man sich irgendwie so Planeten aussuchen kann und da muss man irgendwie eine Horde von Gegnern erledigen und so. Aber das ist anscheinend hier. Weiß ich nicht. Ein paar echte Szenarien. Also ja, geil, machen wir das. Okay, irgendjemand muss uns retten. Yavin 4, ein imperialer Spähtrupp, ist auf Yavin 4 gelandet. Ein Kampf gegen Luke Skywalker und Leia Organa stand allerdings nicht auf dem Programm. Besiege die Bedrohung, bevor sie eine Rückmeldung absetzen kann. Aber ich spiele euch helle Seite rein. Level 1 verfügbar. Okay. Verfügbare Truppen. Das ist dann soweit ähnlich wie was ich in der Beta gespielt habe, nehme ich jetzt mal an. Also ja. Gegnerklassen nur. Also, auf Anfänger möchte ich jetzt eigentlich nicht beginnen, aber okay. Machen wir einfach mal. Ja, mit 4. So lerne ich auch ein bisschen die Karten kennen und was weiß ich, glaube ich. Ich meine, das sind wahrscheinlich nicht die gleichen Karten wie so ein Kampf, vielleicht für Angriff und all sowas, aber was soll's. Irgendwas muss ich halt machen, ne? Ja, ich schaden. So ein bisschen hier das Spiel zu lernen. Okay. Ja, wahrscheinlich so nach jeder Mission irgendwie so einen Schnitt machen. Das dann alles hier, weiß ich nicht. Entweder in ein, zwei Videos hier so zusammenschneiden, mal gucken, wie das so geordnet ist. Ich würde mal sagen, so zwei, drei Dinger schaffen wir so pro Video. Keine Ahnung, irgendwie ist die Ladezeit viel länger, wenn ich irgendwie am Aufnehmen bin, was irgendwie Sinn macht, ne? Boah, ich muss erstmal mein PC irgendwie bereinigen, damit ich auch genug Platz hatte für dieses Spiel. Ne, nicht für dieses Spiel, für einen neuen Grafiktreiber, der schon wieder rausgekommen ist. Muss ich schon wieder neu runterladen und so. Und ja, da muss ich erstmal Platz schaffen. Muss ich einige Spiele hier so verschieben. Und das ist echt zum Kotzen. Ich glaube, ich werde das hier rausschneiden, weil es ist ganz schön lange an der Bitch hier. Kann nicht wahr sein. Ja, los. Ah ja, falls ich übrigens. Obwohl, jetzt sage ich lieber nach dem Nagelbildschirm. Ich werde das hier wahrscheinlich rausschneiden. Ja, kann nicht wahr sein. Das ist jetzt hier ein, zwei Minuten. Jetzt seht doch kein Schwein. Okay. Okay. Ich kann aber die Beine steuern, ne? Ja, kann ich auch Karten schon ausrüsten? Ja, ne? Hat er schon gesehen, wie ich die geöffnet habe, glaube ich. Obwohl, ich habe die, glaube ich, nicht onscreen geöffnet. Jedenfalls habe ich hier. Die Satz sind alles die Karten, die ich von der Story gemacht habe, bekommen habe. Also. Jetzt nix hier. Ach, ich kann sogar andere Leute ausrüsten. Warum sollte ich nicht die Helden hier steuern?
Ah! Das Team kenne ich an, ne? Dein ist an den Schnapp ich mir. Jetzt aber nicht nur mit Helden, die durch die Gegend laufen, ne? Hab ich jetzt nicht so unter Akkad hier mir vorgestellt. Warum? Ja, ich habe wahrscheinlich den Ladebildschirm gerade rausgeschnitten. Und der ist, oh Gott. Mist. Und ja, fand ich mich ein bisschen komisch an, ja. Wieder daran, weil ich mit einem Headset aufnehme, im Gegensatz zu sonst immer, wo ich mit einem professionellen Standmikro aufnehme. Ich vermisse irgendwie, dass man. Erst da war ich voll richtig super geil mit Luke im Multiplayer, weil er war der viel flinker als in dem Spiel hier. Die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen immer, konnte nie getroffen werden von irgendjemanden. Er war wunderschön. Schon. Naja. Müsst ihr one-shotten, meine Güte. Aber ich mein, hier wieder so Sachen einsammeln muss. Ich mache jetzt einfach nur das, was von mir verlangt wird, also. Oh. Aha. Den Millennium-Spike geparkt. Die haben sich beide gleichzeitig erledigt. Also das ist kein Problem. Er ist aber nur Anfänger, ne? Das ist aber mich ein bisschen stört hier. Ja, da war ein bisschen einfach. So etwas wie Glück gibt es nicht. 2 Minuten, ja, das ist ein bisschen einfach. Ja, Mr. Danilo, so heiße ich übrigens bei Origins. Wenn ich auf ein neues Spiel drücke, kann ich dann direkt den nächsten Rang irgendwie spielen oder so, weil sonst muss ich immer wieder zurückgehen. Auf Mittel gehen und ja, anscheinend nicht. Weil das ist ein bisschen doof, da muss ich hier andauernd rausschneiden. Für 2-3 Minuten. Boah, die Diamond Chain dauert echt lange. Okay. Über Truppen, Teamgröße 8 gegen 8, Schwierigkeitsgrad normal, Schnellfähigkeiten, Aufladung. Machen wir das mal. Alles klar. Ach, hallo, jetzt muss ich die sogar freischalten. Ihr seid ja lustig. So, lasst mich mal kurz gucken. Ich hab da paar bisschen doof hier Fähigkeiten. Blendpistole. Ja, die habe ich mal ausprobiert im Tutorial, die ist richtig doof. Also anstatt auf den Gegner zu schießen. Dieser Gegner anstatt mit dem Gegner rasch geortet werden können. Also anstatt irgendwie den Gegner. Schadensmann, tue ich den mit einer blöden Pistole abschießen, die den kurz blendet. Also nicht. Den hab ich noch gar nicht ausgerüstet. Gut, dann machen wir mal. Muss auch mit den ganzen Leuten hier. Ach, ich kann doch nichts, okay. Muss auch mit denen erstmal klarkommen. Muss mir ja nichts mit den Helden zu spielen. Ich werde ja die meiste Zeit wahrscheinlich normal Soldaten spielen oder so. Achso, ja. Oh Gott.
Werfer, geh weg! Ich getroffen. Du dann im Bereich einscannen? Ja, ne? So, da ist so ein Schrotgewehr, ne? Ich bin nicht irre. So ein bisschen weiß ich noch was von der Kampagne. Sind die alle? Eingreifen, was für eine Reichweite hat eine Datei. Nein! Gott! Also ich werde wahrscheinlich so jeden Part hier so eine Mission oder zwei Missionen schaffen. Wie es aussieht. Hi! Hi. Sehr viel einfacher als im ersten Teil, diese Dinger. Aber nicht möchte ich sterben. Mein Fadenkreuz übrigens grün gemacht, das konnte man einstellen, also. Jetzt habe ich wundert, warum das so ist. Irgendwie hat verlangen im Multiplayer irgendwie, falls das überhaupt geht, Teamkill ja anzumachen. Ich habe gesagt, das wird für ein paar lustige Momente sorgen. Rausgepackt. Guck mal, wie viel Schaden das macht, ey. So, muss ich da Gegner mit treffen? Nee, ne? Das wäre halt richtig dämlich. So, doch. Dreck. Oh mein Gott, ehrlich. Ist noch einer übrig. Unser Held. Ich lieg einfach nur so am Boden und Salz. Ich schlag gerettet. Okay. Und wieder zurück. Okay, Stufe 3. Mit dem Blöde, man dafür extra ins Dings reingehen muss. Keine Fähigkeiten, halbe Spielergesundheit. Oh Gott. Da war nur Gegner-Schwierigkeit normal. Also, das wird wahrscheinlich bei den letzten Dingern richtig knüppelhart. Oakley Doakley, weiter. Machen wir mal den Heavy. Und ich darf, verdammt, ich hätte den Angriffstupler vielleicht nehmen sollen, weil ich kann hier keine Fähigkeiten einsetzen. Das ist doch mal geil, ne? Ich höre mal Schüsse, aber. Ach ja, ich habe halbe Spielergesundheit. Alle einreihen, bitte. Oh Gott. Okay. Ich hab mich gerettet. Oh, verdammt, die sind am Gewinnen. Oh. Ja. Angriff, bitte. Ja, glaube ich. Obwohl, der hatte eigentlich auch schon gut ausgeteilt. Mit seiner Waffe. Ich verstehe
Und nur halbe Gesundheit? Nee, ne. Ohne Fähigkeiten geht nicht. Oh Gott. Oh Gott. War irgendwo einer. Der ganze Lob siegen war. Oh Gott. Ich nehme an, das ist gut, wenn das Gold ist, ne? Aber irgendwie nicht so herausgefunden, als wir aua, Kampagne gespielt haben. Wie meine ich, ich und der Weges Helden verfügbar. Nee, spielen wir mal Leia. Fand ich nicht so schlecht. Oh, der deutlich mehr ab hier als in der Kampagne. Ja, mit meiner TIE Fighter Pistole. Okay. Machen sie schon wieder gleichzeitig kaputt. Wo denn? Oh Gott. Vielleicht tot. Boah. War ein kurzer Auftritt von Leia. Warte mal den. Ich glaube, den seine Waffe ist ein bisschen stärker. Doppelblöd. So, warum bist du Gold? Du bist mein Team, ne? Mein Squad, nehme ich an. Wo seid ihr? Ah. Da. Wo? Da sind die alle. Da sind sie alle. Ah. Da sind nur zwei übrig. Wie können denn da drei, vier Leute sein? Elf verfügbar. Geil. Alles klar. Hat auch geschafft. Ich würde sagen, ich kann den ersten Schnitt hier machen. Und mal sehen, wie es hier nach weitergeht. Okay, erste Mission abgeschlossen. Auf zur nächsten. Lass den Wookie gewinnen. Geil. Startzeit, sorry. What? Experte, was? Intensität. Okay, keine Ahnung, mach mal einfach. Wir können Han Solo und Chewbacca spielen. Also ja. Bis gleich. Jetpacks machen dich extrem wendig. Mit Jetpacks kannst du fliegen. Okay. Ach, ich kann nur die beiden steuern, alles klar. Warum mach ich für dich nichts? Ach, ich hoffe, ich kann in der Story gespielt, genau. Ging gar nicht. Ja, ne, da sollte man vielleicht mal Chewbacca steuern. Was hat der denn für Sachen? Okay. Schockgranate, Sturmschild. Probieren. Okay, 20 Typen erledigen. In 2 Minuten. Oh, geil. Er ist immer noch aktiv. Ich bin ganz alleine, ne?
Ich nehme mal an, ich darf nicht verrecken, ne? Alter. Da sehe ich meine ganzen Karten, wie ausgezeichnet. Vor allem als Experte in den Multiplayer reinrennen. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Alter. Wie hast du mich genannt? Warum fliegen die denn so weg, ey? Explosionsbolzen oder was? Scheint ja. Die fallen auch immer so schnell um. Die Steuerung ist richtig schlecht beim Rennen. Ja, hier oben? I have the high ground. Sind wir alle? Seid ihr da unten? Hi. Oh, okay. Okay, ich frecke noch. Einer ist da übrig. Boah, das war knapp. Alter. Chewbacca ist Best Jedi. Okay. Da bin ich gerade gestorben, oder was? Da jetzt so komisch. Okay. Nächstes. Okay. Wieder das gleiche. Ne? Ziehe diese Minikarte Schnellfähigkeiten Aufladung. Okay, das. Ein Leben. Ja, okay, das war. War mir vorhin schon klar. Okay. Ja, weiter Chewbacca. Ja, ne. Ich hab 50 Sekunden. Alles klar. No. Ach, ich kriege mal Sekunden dazu, wenn ich mal einen töte, okay. Aber ich meine, das letzte war irgendwie 10 Sekunden oder so. Weiter. Bis ich die dritte schaffen werde. Ja, voll übertrieben. Boah. Die gehen nicht mit einem Schlag down, das ist ein Problem. Der läuft einfach mit vorbei. Alter. Da haben wir schon sowas hier passiert, ey. Sehr gut. Eine Minute 17, okay, da werde ich auf jeden Fall mehrere Parts reinpacken. Eine Minute hier zocken. Den Rest irgendwie rausschneiden, ne? Aber egal. Okay, jetzt wird's lustig. Wir starten mit 10 Sekunden. Wir dürfen keine Fähigkeiten einsetzen. Und, ja. Wir haben nur ein Leben, das ist jetzt nicht so ein Problem. Aber ich glaube, die Gegner sind nur Angriffstruppler. Also ja. Gucken wir mal. Ach ja, ich hab ja gar nicht. Ich muss ja alles one-shotten. Oh, oh. Ja, gut, jetzt kommen mehrere Gegner auf einmal, glaube ich. So dürften wir eigentlich nicht so
schnell die Zeit. Jetzt haben wir schon 20 Sekunden, das ist doch schon was. Warte mal ein bisschen, bis ich mich geeilt habe, ne? Ein bisschen Strategie muss man ja hier benutzen, ne? Oh, okay. Da war jemand. Ah! Und ich bin gleich tot. Ich war in die Kantine. Nein! Und da rüber springen, Mann. Wo ist eliminiert, Mann? War aber nicht so schlecht. Wie viele haben mir noch gefehlt? Ich hab nicht mehr so viele, ne? Ja, ich hab mir schon gedacht, das wird ein bisschen schwieriger. Ja. Aber nochmal mit Schubak. Mir ist aufgefallen, Zeit fängt erst an, sobald ich meinen töte, also warte ich vielleicht am besten, bis hier eine ganze Menge Leute kommen, und ich direkt schon so ein ganz viele Sekunden bekomme. So werden meine Gegner hier angezeigt. So wie dazu. Ja, super. Rein. Ah, wo seid ihr denn? Ja, hallo? Boah. Leute, ihr müsst auch schon hier in der Nähe auftauchen, hallo? Damit ich euch töten kann. Ah, hier setzt sich wahrscheinlich ein bisschen länger an. Ja, war ja voll. Oh, Chewbacca kann die alle one-shotten, also. Hi. Boah. Alter. Alter, was zum Teufel? Ey, ihr müsst schon mir auf mich zukommen. Ich dachte, ihr wollt mich töten. Ich bin ein Wookie. Oh Mann. Er ist jetzt die zweite Mission, ne? Ja, schon so was Unmögliches. Nur mit Han Solo. Han Solo, ich bin der Kapitän des Millennium Falcon. Wollte ich nochmal so erwähnen. So, ich warte jetzt hier, bis ganz viele Leute kommen. Bäh. Da kommt einer. Ah, da ist einer. So. Ah, 16 Sekunden, damit kann man mal anfangen. Und du bist tot, und du bist tot. Und du bist tot. Und du bist tot, und du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. So. Du musst nicht so viel Mist bauen. Da kommen ganz viele von rechts. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. I have the high ground. Du bist tot. 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 Ich hab gesagt, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Jemand steht von hinten. Du bist tot. Könnt mir nichts, ich hab da High Ground. Wollte schon sagen. Jetzt noch weg im letzten Moment, hallo? Ihr habt keine Chance. Ich hatte da High Ground. Das ist noch mächtiger als die Plot Armor. Weitere Crates in 8 Stunden verfügbar, wenn ich auf den Arm nehme.